Leipzig fürchtet ein hartes Wochenende, Auseinandersetzungen, Kampf. Professor Werner Patzelt, Sie sind Politikwissenschaftler. Was passiert da eigentlich politikwissenschaftlich gerade gesehen, wenn sich Linksextreme dort versammeln, um gegen ein Urteil so vorzugehen? Es vollzieht sich die Antwort auf Lenins berühmte Frage, wer wen besiegt, der Staat jene, die seinen Anspruch auf die Durchsetzung des Gewaltmonopols und seinen Anspruch auf die Durchsetzung der für alle geltenden Rechtsordnung seinerseits durchsetzen will, schafft es also der Staat, jene, die ihn herausfordern, in Schranken zu halten? Oder setzen sich jene durch, die den Staat als Schweinesystem bezeichnen und die aufrufen dazu, diesem hässlichen Staat die Fratze vom Gesicht zu reißen? Früher hätte man angefügt, um zu zeigen, dass er in Wirklichkeit ein faschistoider Staat ist. Jetzt sagen ja diejenigen, die demonstrieren, dass sie das Heft des Handelns gegen die Rechtsextremen in die Hand genommen haben und dass der Staat zu lange geschwiegen hat. Also ein gutes Motiv für eine ungute Sache. Es ist einfach so, dass Linke, freilich nicht nur in Deutschland, der tiefen Überzeugung sind, sie und im Grunde nur sie hätten Recht. Sie seien die Einzigen, die die Demokratie wirklich verteidigten. Der Staat würde im besten Fall Kompromisse mit seinen Herausforderern machen, in Wirklichkeit aber auf der Seite der Rechten, das heißt der Feinde der Demokratie, stehen. Von außen betrachtet wird man wohl sagen können, wir haben es herrlich weit gebracht mit unserer innenpolitischen Polarisierung, sodass jetzt schon auf der Straße und durch extremistische Gewaltanwendung die Demokratie glaubt, verteidigt werden zu müssen. Oder wir haben es geschafft, manche Leute so lange medial und durch Wohlwollen aus akademischen und kulturellen und intellektuellen Kreisen mit Wohlwollen so sehr zu umfangen, dass sie glauben, das, was sie tun, stöße auf allgemeine Zustimmung, weil ein jeder einsehe von ihnen, die wir Linksextremisten nennen, würde unsere Demokratie verteidigt. Einordnungen von Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler von der TU Dresden. Danke Ihnen dafür und Ihnen einen guten Abend. Ihnen auch.